Hallo, grüß euch. Wir schauen uns heute mal in unserem Technologie-Aktien-Check-Serie die Akamai Technologies an. Wir sehen uns auch hier auch schon den Benchmark, den ich hier bereits eingezeichnet habe, auf ein Jahreschart-Sicht. Hier das Blaue ist Akamai Technologies und das Rote ist der Nasdaq. Und wir sehen hier überwiegend hat im Zeitraum der letzten 12 Monate Akamai Technologies den Nasdaq outperformed und erst vor kurzem, so im Dezember rum, haben sie sich dann wieder getroffen. Also soweit relativ gut. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, was wir hier so KGV-mäßig und so weiter haben. Was KGV und so weiter betrifft, haben wir ungefähr um die 20 rum. Das ist auch akzeptabel. Bruttorendite-Eigenkapitalquote 58%, kann sich sehen lassen. Umsatz 2,7 Milliarden, ist ein sehr solides Unternehmen, soweit ich das beurteilen kann. So viel mal zu den Kennzahlen. Und dann noch hier jetzt ein paar Punkte aus meiner eigenen Erfahrung, denn ich hatte auch mal mit dieser Firma ein Jahr lang zu tun, habe für die Projekte gemacht. Was ist Akamai? Und das sollte man einfach verstanden haben, bevor man sich dann weiter tiefer reingräbt und seine eigene Meinung bildet, bitteschön, und dann eben hier eine Position aufbaut, gegebenenfalls über mehrere Tranchen, um einfach einen guten Cost Average zu haben oder eben nicht. Akamai ist letztendlich die Firma mitunter dem größten Server-Netzwerk weltweit. Was bedeutet das? Das bedeutet zum einen Bandbreite. Und das ist eigentlich deren Kerngeschäft und die machen auch nicht groß wirklich andere nennenswerte Geschäftsfelder. Und man kann sich das so im übertragenen Sinne so vorstellen. Ja? Die größten Autobahnen der Welt, ja, gehören sozusagen mitunter Akamai. Ja, eine Bandbreite ist letztendlich nichts weiter wie eine Autobahn und desto höher meine Bandbreite, desto höher meine Bandbreitenkapazitäten oder desto mehr Serverfarmen ich habe, ja, wo ich zum Beispiel oder Hubs, wo ich zum Beispiel stark befahrene Autobahnen letztendlich entlasten kann, ja, desto besser. Und Akamai hat mitunter eines der größten Netzwerke, die sie sich halt über Jahre hinweg aufgebaut haben. Ja? Und auch in den entlegensten Winkeln der Welt haben die halt ihre Server stehen, ja, und ihre Netzwerke. Und das macht die eben so, wie soll ich sagen, so performant. Es gibt genau zwei Anwendungsbereiche, wo Akamai sehr, sehr erfolgreich ist. Und das eine ist eben CDN, das ist Content Delivery Network. Und das ist nichts anderes zu Deutsch als wie Streaming. Ja? Und jetzt sind wir wieder beim Thema Streamingdienste. Und so hat eben das eine mit dem anderen zu tun. Deswegen ist es insgesamt sehr wichtig, ja, sich mit dem Thema Technologie auch zu befassen. Denn mehr oder weniger ist unser gesellschaftlicher Trend eben dahingehend, dass alles Technologie und digitalisiert werden wird. Ja? Wirklich alles. Und wenn man eben zumindest ein gewisses Grundverständnis von Technologie und Digitalisierung eben sich aneignet, dann kann man auch viel besser nachvollziehen, welchen Wert ja eine bestimmte Firma oder Aktie eben dem Markt bietet, mit den Produkten und Dienstleistungen, die sie eben im Portfolio haben. Also das nochmal so nebenbei nochmal betont. Und diese zwei Bereiche, die sie hier eben beliefern, das ist eines IT-Security, was immer wichtiger wird, einfach essentiell. Da geht es um DDoS-Attacks. Das ist letztendlich nur ganz kurz beschrieben. Wenn eine Firma, eine andere, also wenn jemand sozusagen eine Firma schaden möchte, ja, die eine Webseite hat und vielleicht sehr stark abhängig ist von dieser Webseite, ja, wie zum Beispiel Lieferando.de oder sowas. Die machen alles online, ja. Eine Firma, die ihr komplettes Geschäftsmodell halt im Internet abbildet, ist natürlich auch zu 100% von ihrer Webseite abhängig.
Wenn ich jetzt jemand bin und möchte dieser Firma Schaden zufügen, dann kann ich hier letztendlich deren Server quasi mit so viel Traffic, also mit so viel Anfragen auf eine, sagen wir mal, 1000, 10.000, 100.000 Anfragen pro Sekunde, also künstlichen Anfragen, sozusagen befeuern, sodass dass die Webseite einfach zusammenbricht. Ja? Und dadurch entsteht eben Schaden und so weiter. Und das kann man eben über eine Firma wie Akamai Technologies eben vermeiden, indem man hier so eben Software implementiert, die sofort feststellt, wenn die Anfragen zu hoch und zu viel Anfragen, wenn die sozusagen die Last, die Last einfach zu hoch wird. Das heißt, im übertragenen Sinne, bevor die Autobahn verstopft, ja, kommt dann Akamai und sagt, hier sind nochmal 2, 3, 5, 10, 100 neue Autobahnen und wir leiten den Verkehr eben da weiter, ne, dass erst überhaupt kein Stau zustande kommt und auch kein Kollaps des Verkehrs. Und somit einfach, also das ist also sozusagen das Businessmodell, was Security betrifft. Und letztendlich das gleiche in Grün im CDN-Bereich, das war der DDoS-Bereich und im CDN-Bereich genau das gleiche in Grün. Da geht es halt darum, dass wenn, sagen wir mal, die Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft ist, ja, und anstelle von normalerweise hast du, sagen wir mal, eine Auslastung von 60% deiner Server oder weniger, ja, und plötzlich schauen alle Fußball, ja, jede Kind und Kegel schauen Fußball und dann kommt eben auch Akamai ins Spiel und sagt, naja, wir entlasten deine Server zu diesen Peak Times, also zu diesen Spitzzeiten, ja, genau wieder dasselbe, die Technologie dahinter ist ja die gleiche, ja. Also auch da sind wieder sozusagen sehr stark befahrene Autobahnen. Und bevor es hier zum Superstau kommt, nehmen wir hier zusätzliche Autobahnen, bieten wir die an, die wir kontrollieren. Und da wird eben der Traffic, also der Verkehr weitergeleitet. Und das ist eben das Grundmodell. Recht viel mehr machen die auch nicht. Aber das machen sie eben sehr gut, weil sie eben so eine riesige, gigantische Netzwerk besitzen. Ja? Und dann gibt es noch viele, viele andere Dinge, die ich hier erzählen könnte, aber die eigentlich so für jemanden, der jetzt nicht so technologieaffin ist, auch keinen wirklichen Sinn machen. Von daher möchte ich es auch dabei belassen. Wir könnten jetzt nochmal zurückgehen auf den 3-Jahres-Chart. Da war der Nasdaq insgesamt besser. Ja. Und dann nochmal auf den 5-Jahres-Chart. Also sagen wir mal, für diejenigen von euch, die hier eine langfristige Anlage planen. Es gibt sicherlich vielleicht noch bessere Aktien im Technologiebereich. Aber es ist sicherlich, sagen wir mal, auf ein letztes Jahr bezogen, haben die ziemlich schon, würde man sagen, ziemlich stark aufgeholt. Ja? Der KGV, die Eigenkapitalquote über 50%. Ich meine, welches Unternehmen in Deutschland kann das schon aufweisen? Ja? Also das sind halt immer so Sachen, die das Unternehmen sich ziemlich safe machen. Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen so mal auf die letzten 3 Monate zurückgehen, dann sehen wir halt hier, dass hier Akamai ein bisschen zurückgefallen ist und eventuell ja, könnte man sich überlegen, ob man da vielleicht mitspielen möchte oder nicht. Ich selber habe die nicht, ja, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Unternehmen mit, sagen wir mal, ein Hauch Burggraben, weil einfach viele andere Firmen es versucht haben. Die nenne ich jetzt nicht alle, werde ich jetzt nicht alle namentlich nennen, versucht sich an diesem Markt versucht haben, aber einfach nicht rankommen, weil sie ihnen einfach die Power fehlt. Ja, das heißt, sogar Mitbewerber, die eigentlich ursprünglich hier also sozusagen in Wettbewerb treten wollten mit dieser Firma, sind dann letztendlich haben dann Kunden gewonnen. Für genau das gleiche Prozedere, also genau die gleiche Dienstleistung und sind dann gescheitert, ja, ab einem gewissen Niveau, ja, diese Dienste dann auch professionell anbieten zu können und sind dann wieder an eine Akamai herangetreten, um dann dort Partnershipping zu betreiben. Also haben dann letztendlich auch wieder bei Akamai eingekauft, weil die eben das größte Netzwerk haben, ja, Punkt. Okay. Also, das soll es dann gewesen sein. Ja, also, was die Aktie betrifft, ist auf jeden Fall interessant. Ist jetzt kein absolut Must-Have, aber
kann sich jeder für sich selber entscheiden und vielleicht auch eine Aktie, die jetzt nicht so im Mainstream ständig diskutiert wird wie Wirecard oder Microsoft, ja. Der eine oder andere vielleicht, der zugeschaut hat, der kennt die überhaupt gar nicht. Und somit hast du auch wieder so was Neues dazu gelernt vielleicht. Also, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch. Wir sehen uns. Ciao.